Und wieder ist es Lucy Gündel, die beherzt aus dem Rückraum wirft und trifft zum 10:9. Noch gut 12 Minuten hier in Berlin zu spielen. Ja, das war ein glücklicher Pass auf die Kreisspielerin, der so gar nicht geplant war, sondern von einer Hand. Mit dem ersten Tor dieser Partie zieht den Ball an der Hüfte vorbei in die kurze Ecke. 13:19. Wird ihr hoffen. Und also glücklich, der Ball jetzt im Tor prallt von der Hand von Toni Turner an die Latte und davon ins Tor. Und deswegen Rückzahl jetzt bei minus 10. Links unten reingezimmert hat. Oh, haha. Ein Rammer ist da, würde ich sagen. Also wir sehen es hier in der Wiederholung. Absolut stark gehalten und dann einfach nur frech, kann man sagen, von Franziska Peter. Und an Rammer lässt sich auf dieses Spielchen gar nicht ein, bleibt stehen und... Nicht hoch. Nein, muss jetzt schon... Soll ich über die Mittellinie? Ja, gut gespielt, kann man sagen. Beide wollen die zwei Punkte in der Absicherung in der Tabelle nach unten sichern. Und Nandke Hagmann wieder mit dem Treffer für die Handball Luxe. So, nicht, dass Nandke noch zum Goalgetter wird hier. 16:10, 26 Tore gibt es schon. Und der nächste. Luisa Mahler-Hinrichs wieder von rechts außen. Ah, und dann zweite Wege gehen sie da, die Abwehr steht. Super geblockt und ein Riesenpass auf Rebecca Engelhardt und Tor! Tor für Kitsch! I think my pick whistles. Unglaubliches Tor von Rebecca Engelhardt. Ein Notwurf von Sarah Gudasi. Leipzig mit dem Angriff. Toller Pass an den Kreis auf die Nummer 13. Wow! Wahnsinnstor, muss man sagen, von Sydney Lupisella, dass sie den Ball noch so fängt. Stark. One-Hand-Catch im Flug. Starkes Teil. Oh, starke Aktion von Nina Fischer. Das war ja ein Wahnsinnspass, muss man einfach sagen. Und dann Vivian Natalello am Kreis. Wunderschön durchgesteckt, keine Chance. Ja, schöne Einzelaktion von der 23. Täuscht erst den Wurf an. Ja. Ah, Tabea Schlemann traut sich und macht ihn. Sehr schön verwandelt. Ja, die Abwehr steht gut von den Dynamites. Schwer da eine Lücke zu finden. Aber mal aus der zweiten Reihe erneut von Zeides. Aber der Arm geht noch nicht oben. Der Arm ist noch nicht oben und es sind nur noch 15 Sekunden jetzt. Der Abschluss muss kommen von Saskia Fackel. Nein, Simone Kahl. Oh, der Pass super gespielt. In den letzten möglichen Sekunden macht Schulze hier den Treffer und holt die zwei Punkte für die Mainzer Dynamites. Was ein Abschluss. Die Mainzer Dynamites spielen den Angriff wirklich